Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmin. Heute mit dem Orakel Atalanta Bergamo gegen Bayern 04 Leverkusen, das Finale der Europa League. Wir starten direkt mal hier rein. Auf dieses Spiel wartet die Fußballwelt schon seit Tagen. Ich bin mal echt gespannt. Ich hoffe, dass Leverkusen gewinnt. Ich glaube, das denkt jeder hier von uns in Deutschland. Hoffe ich doch mal. Ja. Ich möchte mich auch erstmal bedanken für euren geilen Support im Moment. Macht mir richtig Spaß. Leider hatte ich keine Karten mehr, sonst hätte ich es mit den Karten gemacht. Aber ich denke mal, ein bisschen Abwechslung. So, erste Halbzeit mit Atalanta. Ich bin Wolf Fuß, neben mir ist Buschmann. Wir sind die Kommentatoren dieser Partie. Uns erwartet mit Sicherheit eine sehr interessante Partie. Und ich glaube, heute wird niemand enttäuscht werden. Erwartungen sind groß und Upsala. Das sind einfach Mannschaften, die wissen, wie sie mit diesen Erwartungen umgehen können. Oh, ich glaube, das wird interessant heute. Die beiden im direkten Duell, das kann nur hochklassigen Fußball geben. Kein Problem, ganz sicher. Bundesliga ist jetzt vorbei. Jetzt kommt noch das Europapokalfinale, dann kommt noch DFB-Pokalfinale und die Champions League. Weiß gar nicht, wann die Conference League da. Was mache ich denn da? Oh, leck. Also mein Tipp wäre. Was tippe ich denn? 2-1 für Leverkusen natürlich. Also 1-2. Ich bin gespannt, was ihr tippt. Ich hoffe, es schreibt mal wieder jemand Tipps in die Kommentare. So. Lauf doch, du lahme Ende. Ah, schade. Mach ich denn? Pass bleibt hängen. Das könnte was werden. Und jetzt ein Schuss. Erste Chance für Atalanta. So, Eckeball. So. Die Ecke kommt rein. Die Ecke hat er ganz sicher. Keine große Gefahr. So, wer ja meine Orakels kennt, der weiß ja, dass ich immer alle erste Halbzeit mit der Heimmannschaft spiele und. Davide Zappacosta. Nachher dann mit der Auswärtsmannschaft. Wohl heute hätte ich können eigentlich nur mit dem deutschen Team spielen, aber. Ich will nicht von meinem Dings wegkommen. Ich mache das ja immer so, also bleibe ich auch dabei. Beinahe ist 1-0, auch nur beinahe. So. Taps aber. Bin mal gespannt, ob bei Leverkusen das Team so bleibt für die neue Saison. Das gibt Freistoß für Bayern. Oder ob Frimpong zu Bayern geht. Aber warum, was soll denn der da? Solange Kimmich da ist, wird er das sowieso machen. Stanisic weiß ich auch nicht, ob der wieder zurückkommt. Ich denke mal, dass der ja lieber. Dass der wieder lieber in Leverkusen bleiben will. Sah mir ganz genauso aus, Wolf. Mit ganz viel Kraft, aber nicht drin, das Ding. Es steht 0-0, beide mit sehr, sehr wenig. Das muss man so deutlich sagen, was die Offensive angeht. Geh weg von mir. Wieso bleibt mir stehen? Das ist alles andere als ein Fußballspiel. Mann, ist das ein Rentner oder was? Ich spiel doch da nicht. Chaka. Wirtz. Eine Minute wird jetzt noch oben drauf gepackt. Oh. Und es steht noch 0-0. Oh, könnte eng werden. Nur noch der Torwart vor sich. Nach wie vor lebt diese Chance. Parade von Radetzky, Gefahr noch nicht bereinigt. Oh. Da werden jetzt viele von Torwartfehler reden. Klar, ich weiß auch gar nicht, wie das ist, ob es dann direkt Elfmeter gibt oder Elfmeterschießen oder ob es nach Verlängerung und dann Elfmeterschießen.
meine, in irgendeinem Dings gibt es doch andere Regeln oder so. Ich weiß nicht. Ja, zunächst die Abwehr, aber dann fällt das doch. Der Abpfiff und das war es mit Durchgang 1. Halbzeit und Atalanta führt 1:0. Wir sehen uns nach der Halbzeit. So, weiter geht's jetzt mit Leverkusen. Durchgang 2 hat begonnen. Ja, viel Einsatz. Und jetzt vielleicht die Leverkusener. Ball wird geblockt. Oh. Anspiel in den Rückraum. Der Ball der war ein bisschen zu hoch. Bisschen zu fest geschossen. Ich hoffe ja nicht, dass die Italiener gewinnen. Uiuiui. Viel Einsatz. Oh, der ist gut, der ist gut. Oh, bleib doch dran. Er geht dazwischen und verhindert so eine Torgelegenheit. Mensch. Lookman. Kopfmeiners. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Grimaldo. Hereingabe jetzt. Scheiße. Hundertprozentige Chance. Jonas Hofmann. Oh, nee. Ach. Ist ja nicht wahr. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Oh je. Wird eng. Sie fangen diesen Ball ab. Mann. Martin de Roon. Schöner Versuch. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Wird's. Der Ausgleich soll her. Mit aller Macht. Sie versuchen es nochmal. Sie kommen noch. Oh, Mano. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Schlussphase läuft. Die Gastgeber führen knapp. Ich glaube schon, sie spielen gut, aber entscheidend wird jetzt sein, nicht noch nachzulassen. Sie müssen die Konzentration hochhalten. Müssen ich wollte gerade drüber flanken, Mann. Damit waren sie klappt ja gar nichts heute. Also ich hoffe nicht, dass das so ausgeht. 3 Minuten sind noch zu spielen jetzt. Oh. Damit ist dieses heutige Spiel also zu Ende. Okay, 1:0 für Atalanta. Ich hoffe uns nicht, dass es so ausgeht. Ja, ich bin mal gespannt, was ihr so tippt. Also ich tippe ein 2:1 für Leverkusen. Dann würde ich sagen, haut da rein, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.